Frau Melnyk, wie verändert sich gerade die Zivilgesellschaft in der Ukraine unter dem Eindruck des Krieges? In erster Linie müssen wir, ich glaube, unterscheiden, was ist die ukrainische Zivilgesellschaft. Sehr oft, auch in der Ukraine, spricht man von Zivilgesellschaft, wenn man sagt, auch die Bevölkerung, inwieweit die Bevölkerung gegen den Krieg kämpft, so einzelne Initiativen oder überhaupt Bürger. Und das ist auch interessant, dass man mit Blick darauf auch das Wort Zivilgesellschaft verwendet. Und in dem Bereich würde ich sagen, schon ist das beeindruckend, dass zum Beispiel 81% der Bevölkerung in verschiedenen Aktivitäten, sich in verschiedenen Aktivitäten engagiert. Sei es zum Beispiel die ukrainische Armee zu unterstützen oder im Bereich die Krankenhäuser zu unterstützen oder was anderes zu machen. Wenn wir aber über die Zivilgesellschaft als Vereine sprechen, dann muss ich sagen, schon ist, die sind jetzt damit konfrontiert, dass eine große Anzahl der Förderung entfallen ist, weil die meisten Vereine in der Ukraine durch internationale Förderung unterstützt werden. Und das ist jetzt für sie wirklich eine Schwierigkeit. Auch im Bereich Thinktanks, wo Analysen produziert werden, gibt es jetzt ein großes Problem, dass viele internationale Geldgeber einfach ihre Projekte entweder pausiert haben oder überhaupt unterbrochen haben. Allerdings muss ich sagen, dass wir schon mit einer Resilienz der ukrainischen zivilen Gesellschaft zu tun haben, weil wir festgestellt haben, dass sie über informelle Netzwerke arbeiten und dass trotz dessen, dass viele Ukrainer auch von diesen zivilgesellschaftlichen Organisationen die Ukraine verlassen mussten, sind diese Organisationen weiterhin so funktionsfähig. Und das ist schon ein sehr interessantes Phänomen. Vielleicht gibt es in der Zeit der Digitalisierung spielt das auch eine Rolle, dass man über verschiedene Instrumente weiterhin in Kontakt bleibt. Aber ich finde, diese Resilienz ukrainischer Zivilgesellschaft ist da. Und wir haben jetzt auch in Deutschland festgestellt, dass die Zivilgesellschaft auch hier, dass eine neue ukrainische Zivilgesellschaft hier zustande kommt. Zum Beispiel 2014 hatten wir nur einzelne formelle Initiativen. Und dann sind formelle Initiativen entstanden. Vorher war das informell. Und jetzt sehen wir Netzwerke. Und das ist das, was sich ändert. Und ich glaube, überhaupt die ukrainische Diaspora wird bestimmt ein wichtiger Faktor in den Beziehungen zum Beispiel Deutschland und Ukraine sein. Wie lässt sich ansonsten diese erstaunliche Resilienz der ukrainischen Gesellschaft, aber auch der ukrainischen Armee erklären, die Tapferkeit der zivilen Bevölkerung, aber auch der Soldaten? Viele Expertinnen sprechen jetzt davon, dass die ukrainische Gesellschaft sehr horizontal strukturiert ist. Das heißt, und das erklärt man auch, wie die ukrainische Armee zum Beispiel funktioniert, dass sie nicht auf einen Befehl von oben warten, sondern die Möglichkeit haben, von unten die Entscheidungen zu treffen. Und das, was ich weiß von militärischen Experten, dass diese Fähigkeit sozusagen von der NATO auch übernommen wurde, aber gleichzeitig ist in der Tat so eine Besonderheit der ukrainischen Kultur, dass man horizontal arbeitet und dass man nicht immer so auf Befehle von oben wartet. Und ich glaube, das ist das, was zu dieser Resilienz sehr stark beiträgt, die horizontale Initiativen. Und andererseits müssen wir auch nicht vergessen, dass seit 2014 erfolgte in der Ukraine die Dezentralisierungsreform. Das heißt, 92% der Territorien der Ukraine wurden reformiert. Es wurden mehr als 1000 neue Gemeinden geschaffen und das Ziel war, die Macht zu dezentralisieren. Jetzt können, weil vorher wurde sehr viel von Kiew entschieden, das war eine sehr große Kritik. Und jetzt, was wir sehen in Zeiten des Krieges, dass die Gemeinden von unten haben die Möglichkeit eigentlich zu diesem Widerstand beizutragen, ohne sozusagen von Befehle von oben zu warten. Und ich glaube, das ist das, was wir nochmal vielleicht untersuchen sollen, so diese Resilienz in Zeiten bestimmter Herausforderungen. Und noch dazu kam, ich glaube, auch Pandemie.
die Lehren, die man aus der Pandemie gezogen hat. Weil zum Beispiel vorher war das nicht möglich, Online-Unterrichte zu veranstalten. Und nach der Pandemie sehen wir, dass viele zum Beispiel Schulen auch online weiterhin arbeiten und auch Kinder einbeziehen, die bereits in anderen Ländern oder auf der Flucht sind und sich in anderen Ländern befinden. Aber das sind also diese Faktoren, ich glaube, die zu der Resilienz sozusagen beigetragen haben. Aber ich würde so jetzt, wenn ich das zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, diese horizontale Strukturen tragen sehr stark dazu bei. Andererseits ist es jetzt ja gerade so, dass wir in den Medien Präsident Zelensky als unglaublich dominant erleben, als jemanden, bei dem sozusagen alle Fäden zusammenzulaufen scheinen in der Ukraine. Und er hat jetzt ja auch eine rote Linie markiert, dass er die Beendigung des Krieges als eingefrorenen Konflikt sich auf gar keinen Fall vorstellen kann. Auf wie viel Kritik oder möglicherweise auch Zuspruch trifft Präsident Zelensky mit seiner jetzigen Politik in der Ukraine? Man muss auch verstehen, dass der Präsident ist nicht derjenige, der über alles in der Ukraine entscheidet. Ich habe eher das Gefühl, er kanalisiert die Wünsche der Ukraine. Und das muss man auch verstehen, dass es nicht von ihm wird alles, nicht nur von ihm hängt das alles ab. Und für die Ukraine in diesem Konflikt, weil der Konflikt an sich zwischen Russland und der Ukraine dauert schon mehrere Jahrzehnte und man versteht einfach in der Ukraine, dass ein angefrorener Konflikt wird der Ukraine nicht helfen. Und Russland wird sich von dem Ziel, die Ukraine als Staat und Gesellschaft zu vernichten, nicht abweichen. Dessen sind viele Ukrainer bewusst. Und deswegen, ich glaube, Zelensky kanalisiert nur all diese Ängste, aber auch Kenntnisse, die Ukraine hat. Weil das, ich glaube, was wir im Westen nicht immer nachvollziehen können, was sind die Verhältnisse zwischen der Ukraine und Russland, was sind die historischen da Konflikte. Und ich glaube, um diese Komplexität zu verstehen, müssen wir mehr über die Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland sprechen. Ich glaube, wir müssen auch dessen bewusst sein, dass wenn wir der Ukraine helfen wollen, dann müssen wir wirklich von diesem Gedanken abweichen, dass ein angefrorener Konflikt auf Dauer diesen Konflikt an sich lösen kann. Frau Melnyk, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Danke.